Nein, es ist wirklich super. Und ja, ich kann es eigentlich immer noch nicht so richtig fassen. Und ja, bin schon ziemlich glücklich jetzt. Also ein Olympiasieg, muss ich ganz ehrlich sagen, den kann man nicht planen. Also man kann planen, in ein Finale zu kommen, man kann planen, dass man da eventuell eben mit dem besten Rüstzeug antritt. Aber so ein Gewinn oder so ein Sieg, den kann man nicht planen. Nein, die haben sich alle Wie? natürlich gefreut wie die Schnitzel, das ist ganz klar. Bei uns daheim war die Hölle los. Also das Public Viewing in Vogelheim ist sofort von der Presse gecrashed worden. Ich habe auch schon ein paar seltsame Glückwünsche erhalten. Unter anderem hat sich ein hiesiger Geflügelzüchter von mir daheim gemeldet und hat mir angeboten, ich könnte mir eine Legehenne meiner Wahl aussuchen. Also da freue ich mich schon drauf, ich bin schon gespannt, wie die Hen dann ausschaut. Aber gestern. Da, ja, da habe ich ein bisschen am Vogel abgeschossen. Also das war natürlich also für mich, für meinen Sport eine wunderbare Sache. Und ich hoffe, dass es so weitergehen kann.